Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute Review zu diesem Ding hier, der Khalifa Funnel. Viele Fragen danach als Alternative zum Oblaco. Ich würde sagen, wir bauen den jetzt mal zusammen und schauen uns den mal genauer an und gucken mal, ob er eine Alternative ist. So, Kopfbau Khalifa. Als erstes wiegen wir mal den Khalifa ohne das, was draufsteht. Wir können es auch mal so machen. Vielleicht seht ihr es dann eher. So, wir haben 0 Gramm. Und der Khalifa ohne Tabak wiegt 220 Gramm. Das könnt ihr euch schon mal merken. Zum Vergleich wiegt der Litlib 231, also sogar ein bisschen schwerer. Der Oblaco sollte der leichtere sein, der wiegt 176 Gramm. Und der schwerste sollte der Alpaca Huacaya sein, der wiegt 310 Gramm. Aber guckt euch mal an, wie viel Material hier an dem Huacaya dran ist. Ne? Das ist schon mal, das ist schon krass. Vom Depot her, wenn wir das Ganze jetzt mit dem Litlib und Oblaco vergleichen, ne, von der Größe her auf alle passenden Smokebox, das heißt die Depotgröße zum Funnelloch ist relativ gleichbleibend. Gleich angenehm, würde ich sagen. Und auf alle passt auch sehr, sehr gut eine Smokebox. Und auf den Khalifa passt die wirklich sehr, sehr nice. Ich würde sogar sagen, auf den Khalifa passt die Smokebox mit am besten. Ein Kritikpunkt, den ich jetzt schon häufiger am Khalifa gehört habe, ist, dass das Funnelloch zu hoch sein soll und dass manche Probleme haben, wenn sie dann eine Smokebox draufpacken, dass die so nah an der Smokebox oben ist. Also das Funnelloch ist so nah an der Smokebox oben, dass man Probleme mit dem Durchzug bekommen kann. Das ist natürlich ziemlich bitter. Das sollte nicht sein, aber gut, dann ist das so. Wenn ihr einen korrekten Shop habt, könnt ihr fragen, ob ihr den umtauschen könnt. Bei meinem Khalifa ist das auf jeden Fall nicht so. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal geraucht. Aber wie gesagt, so im Vergleich eben nochmal, ich kann es euch nochmal im Close-Up zeigen. So, Khalifa versus Litlib. Ich würde sagen, der Khalifa, das doch etwas größere Tabakdepot. In den Litlib geht auch weniger Tabak, meiner Meinung nach, als in den Khalifa. Außerdem der Khalifa noch relativ breit, weil er einen sehr, sehr, sehr dünnen Rand hier außen hat. Ne? Ich denke, man sieht das. Aber der Rand hier außen, also genau diese Kante, beziehungsweise hier diese Kante, sieht man, das ist schon sehr, sehr knapp. Ja, also wenn der runterfällt, würde ich nicht ausschließen, dass hier mal schnell so eine kleine Ecke abbricht oder sowas. Das kann da bestimmt passieren. So von der Optik, das ist jetzt der Colorway Midnight, finde ich schon sehr, sehr hübsch. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Fühlt sich gut an hier, dieses Ton-Stein-Gemisch, würde ich sagen. Ja, erinnert so ein bisschen an KS Apo, also an dieses Ton-Stein-Gemisch von KS. Aber ich finde, sieht schon relativ schick aus, das Gerät. Ja. Glänzt hier auch schön und so. Also Glasur und so finde ich schon echt nice. Die Glasur wirkt jetzt nicht unglaublich dick, auch vom Klang her eher hell. Aber es geht, so ein Oblaco, ich klopfe mal beim Mikro. Ja, der klingt nochmal deutlich heller. Ja, es geht relativ ähnlich sogar. Ja, aber ich würde sagen, wir bauen einfach mal den Khalifa. Dann können wir den am besten testen. 220 Gramm hatte der Kopf so. Jetzt brauchen wir noch einen Tabak, den wir rauchen. Und wenn ich einen Kopf teste, dann nehme ich gerne Tabak, den ich in- und auswendig kenne. Und das wäre in diesem Fall der gute Black Nana. Hier in meiner selbst umgeboxten Kilobox ist auch schon gar nicht mehr so viel am Start in der Kilobox. Und dann bauen wir mal einen Kopf. Wie immer, wenn ich Köpfe teste, baue ich am liebsten so ein semi-fluffiges Noppenkontakt-Setup. Das finde ich meistens am besten. Oder sagen wir so, ich mache das einfach immer so und dann kann ich die Köpfe am besten vergleichen. Ja, wir schnappen uns dann einfach immer ein bisschen Tabak auf unsere Gabel, legen das hier locker fluffig in den Kopf. Dann wird das Ganze noch ein bisschen verteilt später. Wir gehen da einfach mal rundrum. Ich versuche jetzt auch nicht viel anzudrücken oder so. Ich lege das erstmal nur so in den Kopf. Ja? So, dass es ungefähr die Menge ist, dass es überall reichen sollte. Ja? Vielleicht hier noch so ein kleines bisschen. So, und dann verteilen wir erstmal und gucken mal, wie wir hinkommen. Zur Not packen wir da einfach noch ein bisschen Tabak mit dazu. Was ich beim Khalifa tatsächlich mag, ist, dass die Oberfläche, die der Tabak im Kopf hat, ja, also ihr seht das schon, das Depot ist zwar relativ breit,
und vielleicht einen Ticken flacher als der Oblako, aber dadurch habt ihr eine riesen Oberfläche. Was heißt eine riesen Oberfläche in der Theorie? Dass diese ganze Oberfläche viel Hitze abbekommt und einfach verdampfen kann. Wir verteilen hier mal weiter unseren Tabak im Kopf. Ich gucke, dass nichts innen auf dem Funnelloch liegt. Ich gucke, dass nichts außen auf dem Rand liegt, so wie hier. Ja, das wollen wir alles schön innen haben. Und es soll alles relativ gleichmäßig liegen. Ja, also wir wollen nicht, dass irgendwie auf der Seite was super weit absteht und auf der dann super weit innen ist. Das Traumziel ist, nichts auf den Rändern und der Rest schön gleichmäßig im Kopf verteilt. Knapp unter den Rand gebaut. Das wird jetzt ein sehr gutes Noppenkontakt-Setup, weil das Ding ist, dadurch, dass hier diese Kante auch perfekt außen aufliegt, hängt der Lotus ein kleines Stückchen tiefer auf dem Kalifa. Was hängt hier eigentlich noch? Da hängt noch so ein Tabakblatt. So, ne? Also hier diese äußere ja, Einkerbung, sage ich mal, die liegt halt auch perfekt auf dem Rand. Perfekt, da fällt immer noch was von der Smokebox runter. Also wir bauen mal das Köpfchen fertig hier. Und ich versuche nicht zu viel anzudrücken, sondern das Ganze einfach ein bisschen zu verteilen, sodass das überall gleichmäßig liegt. Wie gesagt, nichts auf dem Rand innen, nichts auf dem Rand außen und das Ganze einfach angenehm zu verteilen. Und das wäre dann schon mein perfekter Kopfbau für den Kalifa. Ich finde es relativ schwer, den super fluffig zu bauen. Also auch wenn ich euch jetzt hier das Köpfchen zeige, der ist nicht super krass angedrückt, aber der ist auch nicht unglaublich dense. Aber ihr seht, außen der Rand ist überall freigemacht und innen das Funnelloch ist überall freigemacht. Es steht fast nichts über, hier und da mal was Kleines. Aber ja, das sollte jetzt ein sehr, sehr angenehmes Noppenkontakt-Setup sein. Also da wird schon, der wird schon gut jetzt im Tabak hängen. Aber wir merken, er sitzt auch noch außen auf dem Rand. Ja? Also wir sehen, dass da keine Gap ist. Was bedeutet, wir haben auf jeden Fall jetzt einen Noppenkontakt. Okay, da sieht man noch eine kleine Gap. Perfekt. Perfekte Erklärung für nicht das, was abgeht. Ja? Aber ihr seht, er sitzt außen überall komplett auf dem Rand. Was halt sehr, sehr angenehm ist. Ja, passt echt gut. So Leute, wir müssen noch eine wichtige Sache machen. Wir haben den Kopf nämlich noch nicht gewogen mit Tabak drin jetzt. Also wir hatten vorher 220 Gramm Tabak. Jetzt holen wir mal die Waage wieder ran. Und gucken mal, wie viel wir jetzt drin haben. Jetzt sind es 243. Das heißt, wir haben 23 Gramm Tabak jetzt in den Kopf gemacht. Das ist tatsächlich okay, finde ich. Ja, also es ist nicht wenig Tabak, definitiv nicht. Aber für so ein großes Depot und auf jeden Fall kann man sich dabei sicher sein, dass man Einsatzkohle ganz entspannt wegrauchen kann. Ja? Und packen den Kalifa mal oben drauf. Was ich auch immer relativ wichtig finde, wo fast nie drüber geredet wird, ist, wie gut sitzt ein Kopf auf einer Pfeife. Und da kann ich sagen, beim Kalifa sitzt das extrem nice. Ja, es ist auch nicht immer selbstverständlich, dass so ein Funnel gut auf der Pfeife hält, aber der Kalifa sitzt auf jeden Fall sehr nice. So, ich habe jetzt 2,5 Kohlen drinne. Die lasse ich auch drinne, bis der Kopf angeraucht ist. Und wenn der Kopf da ist, dann nehme ich die dritte Kohle runter. Und dann rauche ich mit 2. Anrauchen, wie immer, mit Smokebox. Man muss eigentlich nicht großartig anrauchen. Man wartet einfach 2-3 Minuten, dann nimmt man den ersten Zug. Und dann sollte der Kopf schon so zu 70-80% am Start sein. So, wir nehmen mal den ersten Zug, gucken mal, ob schon was kommt. Ja, so viel eben zu anrauchen. Da können wir auch schon die dritte Kohle runternehmen. Also auch bei mir muss ich sagen, wenn ich ein fluffiges Noppenkontakt-Setup mit dem Oblako L baue, finde ich den Durchzug besser als bei dem Kalifa. Ich weiß nicht, ob es an dem etwas höheren Funnelloch liegt oder an dem etwas breiteren, an der etwas breiteren Fläche an Tabak. Es könnte beides der Grund sein. Was davon der Grund ist oder ob es eine Kombination aus diesen beiden Gründen ist, kann ich nicht genau sagen. Ja, aber ansonsten. Wie gesagt, immer wenn Durchzug irgendwie ein bisschen RIP ist oder ihr gucken wollt, ob ihr noch was rausholen könnt, könnt ihr euch eure Zange schnappen, geht unten in den Lotus rein, hebt den ganz leicht an, dreht ihn ein bisschen, ihr könnt auch nochmal heben und ein bisschen drehen und dann kann man im Zweifelsfall so immer noch ein bisschen Durchzug rausholen. Kann was bringen, muss nichts bringen, kann auch sein, dass es erst später was bringt, ja, dann hängen manchmal so ein paar Tabakfetzen unten dran, dann dreht ihr den ein bisschen, dann entstehen da neue Airflows sozusagen durch den Tabak. Und das kann auch was bringen.
Aber Rauchentwicklung ist auf jeden Fall nice. Ja, also da kann man sich auf jeden Fall schon mal nicht beschweren. So, aber mein Ersteindruck zum Khalifa Funnel. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viele Köpfe mit geraucht. Das ist jetzt, glaube ich, der vierte Kopf, den ich damit anhabe. Ersteindruck, er funktioniert. Ist er so gut wie ein Oblaco? Ja, schon. Ich würde sogar sagen, dass der Khalifa eher an den Oblaco rankommt als der Litlip, weil der Litlip ist nicht schlechter, aber der Litlip hat ein kleineres Depot. Das heißt, der Litlip ist eher für etwas sparsamere Sessions. Der Khalifa hat schon einen sehr ähnlichen Verbrauch zum Oblaco M. Ich würde sagen, ein bisschen mehr als der M, aber deutlich weniger als der L. Also ist auf jeden Fall näher am M dran als am Oblaco L, aber es ist ein bisschen mehr. So. Und es ist deutlich mehr als bei dem Litlip von Hukain. Vom Rauchverhalten her, Durchzug beim Oblaco L ist auf jeden Fall besser. Ja, das Funnelloch ist ein bisschen niedriger. Das Tabakdepot ist ein bisschen schmaler. Gefällt mir ehrlich gesagt ein Ticken besser. Den Oblaco bekommt man allerdings im Moment nicht. Das heißt, man könnte es probieren, mit dem Khalifa zu rauchen. Es gibt wohl ein paar, die wie gesagt Probleme haben, weil das Funnelloch zu hoch ist und dann zu nah an der Smokebox oder an der Alufolie liegt und dann der Durchzuggrip ist. Bei meinem ist es zum Glück nicht so, beziehungsweise nur minimal so. Also ich finde den Durchzug nicht ultra geil im Khalifa, aber er geht auf jeden Fall klar. Also ich bereue es nicht, beim Rauchen den Khalifa genommen zu haben. Ja? Also so schlecht ist es nicht. Und ansonsten Hitzeverteilung, Hitzeentwicklung ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich mag es eigentlich, dass das Depot relativ breit ist oben und der Tabak eine hohe Fläche, also eine hohe Oberfläche hat. Dann kann natürlich auch mehr verdampfen tendenziell und das ist eigentlich ganz gut so. Ja, also ohne Witz, Verarbeitung ist okay. Ich habe eine Mini-Mini-Macke im Depot. Da ist so ein kleines, wie so ein Staubkorn unter der Glasur. Aber die Glasur hat keine Risse, die hat bis jetzt sehr gut gehalten. Klar, nach vier Köpfen raucht er noch nicht, blutet er noch nicht. Da kann ich auch noch nichts zu sagen. Ja, da müssen wir einfach gucken, was so die Zeit bringt. Das werdet ihr dann schon im Stream hören oder so. An der Stelle schaut gerne mal im Stream vorbei. Meistens so dienstags, donnerstags und sonntags gibt es einen Stream abends so 19, 20 Uhr auf YouTube. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Da drehen wir übrigens auch jetzt gerade dieses Video. Wenn ihr das dann irgendwann auf YouTube seht, das ist im Stream entstanden. Nicht wundern alle, die gerade im Stream am Start sind. Ne? Das kommt ja dann irgendwann auf YouTube. Erster Eindruck zum Khalifa auf jeden Fall sehr gut. Verarbeitung ist in Ordnung. Preislich 22,50 Euro. Ist also relativ gleich teuer zum Oblaco. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich lieber einen Oblaco nehmen. Der ist minimal besser meiner Meinung nach. Aber da es im Moment fast keine Oblacos gibt, ist der Khalifa auf jeden Fall eine sehr nice Alternative. Ich hoffe, der kurze Ersteindruck zum Khalifa und mein Kopfbau hat euch gefallen. Wenn dem so ist, sehr, sehr gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder abends im Stream wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.